Morgen und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Lernen und Handeln mit der Forex Pro Community. Und das machen wir immer mit Thorsten Helbig. Ich freue mich, dass er heute Morgen mit uns hier die Veranstaltung macht. Und natürlich freue ich mich auch, dass Sie heute alle live dabei sind und der eine oder andere auch das erste Mal und sich für das Webinar interessiert. Sehr schön. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXLet. Wir schauen uns direkt mal den Risikohinweis an. Ja, denn wie immer dient dieses Webinar ja nur zu Schulungs- und Informationszwecken, unabhängig vom Inhalt. Also gegebenenfalls würde oder wird der Thorsten vielleicht den einen oder anderen Trade heute machen. Müssen Sie trotzdem Ihre eigene Entscheidung treffen, das ist ganz wichtig. Und ja, dürfen diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Gut, dann gebe ich jetzt den Bildschirm ab. Nicht vergessen, heute ist ein verkürzter Handel wegen Thanksgiving in Amerika und morgen ebenfalls mit Einschränkung, aber das sollte heute Vormittag noch keine Auswirkung haben. Deswegen wünsche ich viel Erfolg und viel Spaß. So, da haben wir den Bildschirm. So, gleich vorweg, wir haben, nein, ich bin ordentlich erzogen. Ich weiß, das verstecke ich manchmal gut, aber guten Morgen. Damit sollte man jeden Tag starten. Ist ja sonst blöd, wenn ich zu einem von unseren Leuten dann sage, bitte wiederholen Sie alles ab dem guten Morgen. Kommt mir als erstes Argument, dass guten Morgen fehlt habe. Richtigerweise. Ja, genau. Ich habe eben gerade den Euro-US-Dollar, ich packe hier mal einen rein, ich habe eben gerade den Euro-US-Dollar gestartet, allerdings etwas höher, als Nelson den Vorspann gemacht hat. Der Stop geht über die 19. So, warum, wieso, erkläre ich gleich. Deswegen war ich eben noch etwas abwesend. Ich habe es bei uns in der Community noch schnell kommuniziert. Jetzt ist natürlich blöd. Jetzt habe ich hier den in meinem Zeichenchart von gestern die Position drin. Das muss ich jetzt mal schnell ändern. Und das ist jetzt doof. Die nenne ich mal schnell um. Die Analyse kann ja nur gut werden. Ja. Gut. Hintergrund ist, dass ich keine Position laufen haben möchte in einem Zeichenchart. SL auf die 21,5 liegt meiner. Ich packe den hier nur rein, damit wir die Position auch während dem Webinar noch begleiten können. So, den Take Profit, den lege ich ganz unten hin. Ups, diese Nummer wird halbiert bei der 10883. Ich erkläre gleich, warum. Das ging jetzt zu schnell. So. Und diese Geschichte machen wir noch als Tick Profit blau, dann sieht man das auch besser, ne? So. Okay, wir
müssen habe ich noch nicht gesehen, Lutz. Soll ich mal gucken? Dann steht ja immer eine Liste. Da ist er. Da ist er. Wolltest du singen? Sollen wir beide singen oder wollen wir das nachholen? Also, wir haben gestern, dazu muss ich jetzt hier ein bisschen rüberschieben. Wir hatten gestern, vorgestern diese Abwärtsbewegung. Wir haben uns dann hier in dieser Flagge bewegt, die wir hier gestern früh eingezeichnet haben. Das war gestern früh unser Plan. Das sieht jetzt ein bisschen wüst aus, muss ich aber kurz erklären. Wir haben hier, wenn wir da und da das Tief haben, haben wir hier einen Doppelboden. Den können wir jetzt rausnehmen, weil er hat nicht gegriffen. Den haben wir gestern auch nicht so groß berücksichtigt. Wir hatten gestern hier, vorgestern das Tief. Wir haben hier die Flagge gebaut, hier diese bärische Flagge, die gestern früh zum Startpunkt des Webinars schon verlassen wurde. Und damit hatten wir die Chance hier runter. Das war gestern früh noch vorm Webinar. Während dem Webinar ging die Aufwärtsbewegung schon hier nach oben. Und wir haben uns gestern zwei Shortmarken reingeholt. Einmal die Unterkante hier von diesem Kanal, von der bärischen Flagge, die Unterkante. Das hier war das erste Shortzeichen. Und das hier war das zweite Shortzeichen. Guten Morgen nach Potsdam, mein lieber Andreas. Schön, dass du da bist. Guten Morgen, Andreas. Und deine Jungs wahrscheinlich auch da sind. Oder Jungs innen. Oder sind das dann Mädelers? Statt Jungs und Mädels. Weiß nicht, wie man das jetzt richtig macht. Kann man auch andersrum gendern? Kann man auch irgendwas Weibliches in was Männliches verwandeln? Mädels und diverse. Ah! Sehr schöne Idee. Ja, okay. Also, Abwärtsbewegung. Flagge, bärische Flagge, die wurde gestern hier schon relativ früh vorm normalen Handel verlassen. Und wir haben uns gestern diese beiden Marken hier als Short-Marken aufgerufen. Einmal die Unterkante und eventuell die Oberkante in Kreuzwiderstand. Hier Oberkante der Flagge, falls die nochmal angelaufen werden sollte, in Kombination mit unserem Zielbereich bei der 33. Da. Das wäre die zweite Möglichkeit gewesen, wenn er diese Nummer hier oben durchschossen hätte. Dazu kommt, dass wir bei der 22 hier unseren Zielbereich haben und bei der 20 diese Linie. Diese Kombination hier, die sollte die Shorts verursachen. Persönchen am Schirmchen. Und diese Nummer hat nachher hervorragend funktioniert. Gestern direkt nach dem Webinar, 9 Uhr der Start, direkt der Anlauf von unserem kleinen Short-Bereich, um den Abverkauf direkt einzuleiten. Danach dann der erste Rücklauf und dann der nächste Abverkauf da, der dann gestern Nachmittag ab 14:30 ab den News hier abgedreht wurde. Und hier unten haben wir dann einen Teil, den nächsten Teil rausgeschmissen. Den ersten Teil hier am Zielbereich, am Tagesziel
und den zweiten, warum hier unten. Warum hier unten den nächsten Teil rausgeschmissen? Jemand eine Idee? Wir müssen ja gucken, gerade die Jungs und Mädels, die, ja, wir holen uns die mal raus hier, die Position. Entry bei der 16. Take Profit bei der 1,66. Stop Loss bei der 9,01. Der ist heute Nacht geflogen hier. Die zweite haben wir noch auf 15 gesetzt. Die laufen noch und zwei Shorts im DAX haben wir noch laufen. Hier Tagesziel gestern Exit bei der 1,0860. So. Warum der Exit bei der 1,0860 gestern? Da ist sie. Rufen wir sie mal ganz kurz auf. 1,0879 gestern nach Euro Pro gestartet. Das schauen wir uns gleich noch an. Und Exit bei der 1,0860. Jemand eine Idee, warum? Weiß nicht, unser René heute hier ist, dem habe ich gestern noch erklärt. Ihr seid faul. Echt. Die erste nochmal, wir haben hier oben gestern den Short-Bereich exakt angelaufen. Erste Abverkaufswelle, das zweite, wir haben hier das High gemacht bei der 19,3. Bei der 19 circa wollten wir die Nummer starten. Das hat funktioniert. Hier das nachlaufende Hoch bei 17,3, exakt 2 Punkte drunter. Wir erkennen da dran, hier schöne Umkehrformation. Wir erkennen daran auch, wer hier diese Nummer fabriziert hat. Unsere Seminarteilnehmer, bitte schaut nach, welche Händlergruppe hat diese Bewegung hier verursacht. Und dann nehmen wir nichts weiter als Bewegung 1, Bewegung 2. 2 ist ein kleinen Tick länger und Bewegung 3. Muss ich nur gucken, wo einen Vordergrund schieben. Wird sonst nichts hier. So. Und da hat die Bewegung 3 gestartet. Hier unten ist er durchgeschossen. Ich habe hier unten, als ich die dritte Bewegung erkannt habe, hier mit einer LPO gearbeitet und dann diesen Rücklauf hier, zack, und dann zurück. Und dann bin ich bei der 60 mit der Nummer rausgeflogen. Mir war klar, 1, 2, 3 Bewegungsäste in dieser Abwärtsbewegung, dass diese Kiste auch auskorrigiert werden darf. Allerdings sollte sie nicht so weit auskorrigiert werden. Das ist jetzt ein Tick zu weit gelaufen und hat hier heute früh da diese Nummer einfach rausgekegelt. Und damit unsere Jungs das auch sehen, sonst kriege ich nachher Ärger, da so. Ich will das einmal gleich zeigen, wie das bei uns abläuft, wenn wir hier schon so einen Haufen Gäste haben. Diese Position ist praktisch geschlossen worden bei 1,0901.
Und bei 1.09.11 haben wir eine neue aufgemacht. Wenn wir eine Position eröffnen, entweder ich oder einer von unseren Admins hier, wenn die eine Position eröffnen, dann wird die da reingepackt und dann wird sie hier vermerkt. Ups. So, SL sind wir bei 11 und den Take Profit, nicht die Halbierung der Position, sondern den Take Profit haben wir unten wieder bei der 60 liegen. Und wenn wir diese Position so eröffnet haben, dann erscheint dieses bei uns in der Community auf Slack, unser Kommunikationstool hier. Dann erscheint hier diese Position. Da ist die geschlossen und hier ist diese eröffnet. Da wird dann begleitet. Das heißt, unsere Paternoster, die haben alle Zugang zu dieser Oberfläche, wo wir die Positionen dann auch begleiten. Okay, wenn wir jetzt hier unter die 1.09.000 fallen, das schreibe ich hier jetzt rein. Unter 1.09.000 geht der SLBE. BE. Komm, gib mir ein E. Ich kaufe ein E. So. Soweit klar. Gerade für unsere Community. Nelson, darf ich sagen, dass unser Carsten Geburtstag hat? Darf ich ihm ein Lied singen? Nee, lieber nicht, ne? Es kommt darauf an, ob du noch möchtest, dass jemand dir im Webinar auch zuhört. Aber. Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Ja, Glückwunsch. Nee, Lutz, glaube ich nicht, das ist nächstes Jahr. Muss er jetzt selber mal sagen. Happy Birthday, mein Lieber. Komm, Carsten, sei ehrlich. 59 oder 60? War klar. Du hast gesagt, er soll ehrlich sein. Er muss ehrlich sein, genau. Er wird immer jünger. Noch 2 Jahre weiter, dann raucht er wieder heimlich auf dem Klo. So, aber abgewichen. Okay, warum jetzt diese Geschichte nochmal geschortet? Wir haben hier das erste High bei der 19.3, wir haben das zweite bei der 17.3 und wir haben hier dieses High exakt auch bei der 17.3. Das heißt, wir könnten uns sogar überlegen, dieses Doppeltop, Dreifachtop, was wir jetzt hier gemacht haben, von gestern früh bis jetzt an, dieses Dreifachtop mit einer Nackenlinie hier unten zu versehen. Dafür nehme ich die 64 jetzt hier weg, dahin. Dann haben wir die Nackenlinie bei der 52. Und wenn wir die Nackenlinie bei der 52 haben, dann sind das 60 Punkte. Und wenn wir die 60 Punkte nach unten abtragen, da schreiben wir noch dazu. Doppeltopp. Und wenn wir diese 50, 60 Punkte, 70 fast nach unten abtragen, da sind wir bei 1,078. Circa. Ziel 1,078.
So, jetzt stellt sich natürlich sofort für uns in der Community die Frage 1087. Jetzt müsste es bei den Jungs, die gestern im Webinar waren, die gestern früh dabei waren, müsste es jetzt in den Ohren klingeln. Auf jeden Fall bei Willi. Bei Willi D. Warum? Was ist bei der 1087? Oder noch besser, was ist bei der 10824? Null hatten wir gestern als Marke aufgerufen, haben wir gestern im Webinar erwähnt. Was ist da? Okay, ich wechsle mal, weil wir haben am Wochenende eine Analyse geschrieben. Nee, nicht wir, ich. Eine Analyse geschrieben und wir haben aufgerufen C gleich A aus dem Daily Chart. Unser Plan lautet, dass wir ab hier circa, ab der 1069, so steht es in der Analyse, wer diese Nummer handeln möchte, ab der 1069, Maximum 1,10 glatt, haben wir den Start nach C gleich A. Wenn das Bewegung A ist, haben wir die jetzt auskorrigiert. Erste Bewegung, zweite Bewegung, dritte Bewegung, vierte Bewegung, fünfte Bewegung. Haben vorgestern hier ein bärisches Harami gebastelt und gestern früh war klar, dass wir, oder ich habe es jedenfalls so kommuniziert, dass wir, pass auf, dieses Harami muss bestätigt werden mit einer roten Kerze. Im Daily haben diese Dinge in der Regel eine sehr gute Wirkung und dieses wurde gestern bestätigt. Und das letzte Tief im Daily hier haben wir bei der 10824. Und unter der 10824 sind diese Positionen. Ich schreibe es hier rein für unsere Gästinnen, für diverse am Schirm. Positionen seit 1069. Und hier wird der SL nachgetrailt. SL wird BE gezogen. Bei 10823. So. Das darf sogar gerne geknipst werden. Ihr könnt euch auch die Gäste gerade, ihr könnt euch gerne dieses Bild hier einmal mitnehmen, weil dann wisst ihr nämlich auch, wo wir hinwollen. Weil Ziel hier unten ist die 10140. 10140 wäre das Ziel aus C gleich A. Hier haben wir exakt an der 61,8 gedreht. Erstes hoch, knapp unter der 61,8. Vorgestern einmal kurz rüber geguckt. Nachlaufendes hoch, einmal ganz kurz über die 61,8 und dann den Abverkauf am Montag kurz drüber, nee, am Dienstag kurz drüber geguckt, am Mittwoch ihr dann gestern das Harami bestätigt und jetzt sollten wir auch die 10824 als Ziel in Angriff nehmen. Dort ist der Pfeil für BE nachtrailen. Hier unten haben wir dann eine Clusterung, einmal die 10140, 10015. Das sind die Nummern, die aus dieser Bewegung als Ziele hier unten agieren. Das ist der Zielbereich für diese Nummer, die wir hier nach unten im Daily handeln wollen. Dahin.
Überprüfung von so einer Position erfolgt hier ebenfalls im nach Leonardo. Und dann müssen wir diesen Short-Bereich hier, diesen Zielbereich etwas erweitern. Und zwar haben wir hier die 61,8 von der kompletten Aufwärtsbewegung, aber eine Clusterung hier unten bei der 101 bis 101,50. Ich nehme den Fibo raus und nehme den Fibo raus. So. Und das hier ist unser Zielbereich für die mittelfristigen Shorts. Zielbereich C gleich A für Shorts ab 1,069. So, das darf auch für die Paternoster gerne geknipst werden. So, dieser Pfeil hier ist, dann verbinde ich den mal. Dieser Pfeil hier, unter dieser Kerze hier wird der SLBE gezogen. So. So kann man es, glaube ich, besser. So kann man es, glaube ich, besser nachvollziehen, ne? Oder? Könnt ihr den Pfeil verstehen? Warum der da sitzt? Kann man das nachvollziehen? Wäre schön, kurzes Feedback. Okay, unsere Jungs auf jeden Fall. Wo liegt noch einmal der aktuelle SL für diese Position? Wir haben hier das High gebaut bei der 1,09,64,8. Start war für uns 1,09,60. Der SL für diese Position muss mit etwas Spielraum über dieses Harami. Wir haben hier mehrere Regelwerke, die zusammenfassen. Einmal 61,8, demnach muss der SL über das nächste FIBO-Level. 76,4, ich nehme die 66. Dann haben wir hier ein Harami, welches wir genauso benutzen als Regelwerk. Dann muss der SL Minimum über dieses Harami, dass er hier oben über dieses High, dass er da eventuell nochmal abgefedert wird. Unser, nee, nicht unser, meiner. Mein SL liegt noch bei 1,10,15. Aktueller SL beim Moderator. Moderator, ne? Liegt bei 1,10,15. Für diese mittelfristige Position hier. Die Kurzfrist, für die kurzfristige, die wir jetzt für den Tag heute haben, liegt er bei der 21. Okay, dann haben wir diese Nummer im Daily durch. Und sollten uns jetzt hier, da, wenn das jetzt das Doppeltop wird, dann wird der Take Profit unter 1,09,00 geht der SLBE, ist klar. Für die mittelfristige geht er unter der 1,08,24 BE
Und hier sollten wir schauen, wenn das Doppeltop hier aufgelöst wird, dann muss der Take Profit verschoben werden. Und das würde ich unter der 1.0160 machen. Unter, nicht 1.01. Unter 1.0860 wird der TP verschoben. Und zwar genau hier auf diese Marke. 1.0783 nehme ich. Falls wir da runterkommen. Ich schreibe es hier noch davor, bevor geknipst wird. So. Soweit klar? Oder soll ich das blau schreiben, ja, damit das alles zueinander passt? Ist das verständlich so? Kann man das so nachvollziehen oder soll ich die Farben schnell wechseln? Wie, ja, nö. Nicht verstanden oder nicht wechseln? Ja, da oben muss noch SL hin. Da. SL für Shorts. So. Jetzt darf es gepostet werden. Für unsere Community. Das heißt, für den heutigen Tag nehmen wir von der 1.0910 die erste Position hier unten raus. Das muss ich noch dazu schreiben. Exit Position 1. Mit Tagesziel oder 1.0885. Das heißt, entweder nimmt man es mit dem Tagesziel sauber mit, das wäre der Bruch hier runter, dann würde dieser Zielbereich hier bremsen. Da. Entweder nimmt man hier das erste Tagesziel mit und sagt, okay, die Nummer ist durch für heute. Zweite Nummer wäre Zielbereich hier unten an der 85 und die zweite Position, die sollte man laufen lassen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, entweder wenigstens bis zur 1.0853 oder 54 und wenn er diese Nummer hier macht, diese Flagge hier, solange wir kein neues Hoch haben, ist das immer noch eine bärische Flagge, solange diese Flagge hier Gültigkeit hat und nach unten verlassen wird, dann kann man auch diesen Take Profit dann verziehen. Verziehen kennen wir Männer nur woanders, ne? Ich kam vom Weihnachtsmarkt und meine Frau hat mir verziehen. Den Zustand, selbstverständlich, was sonst? So. Zeigst du nochmal Doppeltop mit der Maus? Mache ich gleich. Hallo Thorsten, danke mal, dass ich dabei sein kann heute. Frage, wenn ich mich erinnere, haben wir ein Tagesziel von 12 Pips. Der TP ist ja ewig weiter weg. Okay, erkläre ich gleich. Erkläre ich gleich nochmal. Step by step.
Wir haben hier das Doppeltopf haben wir blau gezeichnet, dann machen wir das auch blau. Da haben wir das erste Doppeltop, das erste Top. Und dort haben wir nach Regelwerk hier das zweite und könnten sogar in diesem Fall hier ein Dreifach-Top draus machen, falls das gehandelt werden sollte. Und wenn wir, das sehe ich aber jetzt erst, gestern drauf geachtet hätten, das habe ich nicht. Das habe ich gestern übersehen, weil ich auf dem Sofa lag mit Kuscheldecke. Bin kurz vorm Sterben, ne? Männer, ihr wisst, was das heißt. So, dann hätte diese Nummer nämlich gestern auch noch etwas tiefer laufen können. Hat sie nicht aufgelöst, kann man wieder löschen. Und damit haben wir 1, 2, hier ein Dreifach-Top zählen. Für das Ziel haben wir hier das erste hoch, da das zweite hoch und damit hier für dieses Doppeltop die Nackenlinie. Zum Tagesziel. Nicht wir haben ein Tagesziel, sondern ich definiere das immer für mich, dass mein Tagesziel bei 12 bis 15 Pips liegt. Zur Erklärung, 12 bis 15 Pips möchte ich gerne am Tag haben, 50 in der Woche, 200 im Monat und 2000 Pips im Jahr. Das ist der Anspruch, den ich habe an das, was ich hier im Chart oder aus dem Chart rausholen will. Hintergrund ist, dass ich in der Regel Positionen mit drei Standardlot handle und mein Jahreseinkommen daran orientiere. An der Zahl der Pips. Das heißt, mein Tagesziel liegt bei 12 bis 15 Pips. Wenn man Anfänger ist, sollte mein Tagesziel bei weitem nicht so hoch setzen. Deswegen steht hier auch Exit Position 1 mit einem Tagesziel. Wenn jemand ein Tagesziel von 8 Pips hat, dann mit 8 Pips raus. Wenn jemand ein Tagesziel von 4 Pips hat, dann mit 4 Pips raus. Das zweite Ziel ist hier unten die 10885, weil hier der Zielbereich lauert. Und das hier ist orientiert an diesem Tief, wenn der hier Fahrt aufnehmen sollte, so wie hier, erste Welle, zweite Welle, dritte Welle und diese Nummer vielleicht sogar kräftiger macht, die erste Welle eventuell in einem Rutsch bis dahin, dann kurz korrigiert, die zweite Welle dann bis dahin, dann sollte man darüber nachdenken, den TP hier unten wegzunehmen und auf die 10780 zu packen, weil dann kann dieses Doppeltop hier aufgelöst werden und dann bin ich mit einem Take Profit da unten sehr gut aufgehoben und kann ab diesem Zeitpunkt einfach nur mit einer Stop-Nachführung, ob nur nach Markttechnik oder so, völlig egal, aber kann mit einer einfachen Stop-Nachführung in diesem Fall sehr gut arbeiten. Das heißt, ich habe mein Tagesziel hier drinne oder ich habe hier sogar mehr als mein Tagesziel drinne und kann ab da mit der SL-Führung hier arbeiten und sollte aber wissen, dass bei der 1087 unten dann auch Schluss sein kann. So, die Frage wegen dem Tagesziel kommt vom Fritz. Habe ich ja gesehen. Ich sehe, von wem die kommt. Ich kann ja lesen. So. Ist Tagesziel von zum Beispiel 5 Pips nicht etwas unsinnig wegen dem CRV? Dann müsste ich ja mit SL von 2 Pips arbeiten. Das geht. Man kann ein Tagesziel realisieren, wenn man, so wie ich das gerne mache,
Das habt ihr vielleicht auch in den letzten Webinaren gesehen dazu. Und sonst solltet ihr vielleicht mal ein paar Aufzeichnungen von den letzten Webinaren anschauen, dass wenn wir jetzt hier, ich nehme in der Regel, wenn die Hauptrichtung, meine Hauptrichtung ist Short. Die haben wir uns hier gerade im Daily angeschaut. Da. Meine Hauptrichtung hier ist definitiv Short, weil da unten will ich hin. Wenn meine Hauptrichtung Short ist, dann suche ich mir oben in diesem Bereich Short-Positionen, die ich halbieren kann. Das heißt, ich arbeite mit zwei Positionen, SL da oben hin. Die erste Nummer schließe ich dann hier mit einem Tagesziel und die zweite lasse ich ja definitiv bis da unten hinlaufen. Ja, nur Exit mit einem Tagesziel, wenn jemand, sag ich mal, 6 Punkte Tagesziel hat, dann sollte er darüber nachdenken, hier sein Tagesziel dann zu realisieren, für die zweite Position den SL auf Entry zu ziehen und ab da ist er völlig entspannt. Weil das ist eine reine Kopfsache, um ein bisschen abzuweichen. Wenn wir uns Ziele setzen und diese nicht erreichen, dann sind wir frustriert. Wenn wir Ziele setzen und die erreichen, dann sind wir total happy. Also sollte man das ganz einfach machen, um sich hier dran zu gewöhnen. Gerade die Newcomer sollte man sich dran gewöhnen, die Ziele so zu setzen, dass man sie auch erreichen kann. Da muss man erst mal schauen, welche Zeit handle ich, welches Zeitfenster habe ich, um welche Uhrzeit und dann von wann bis wann. Und dann muss ich schauen nach den Regeln, die ich anwende. Und ich rede hier von unseren Zielbereichen zum Beispiel. Wenn ich diese Zielbereiche benutze für meine Setups, dann muss ich gucken, welche Ziele erreiche ich mit ziemlich hoher Sicherheit oder mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Und dann ist das mein Ziel, weil ich muss mich erstmal so weit festigen, erstmal erreichen oder an den Punkt kommen, dass ich weiß, meine Ziele, die ich habe, die erreiche ich auch. Wenn ich 100-Meter-Läufer bin, ich bin jetzt nicht die Sportskanone, aber wenn ich jetzt 100-Meter-Läufer bin und sage, ich will die 100 Meter, ich weiß nicht, wo ist die Durchschnittszeit? Wer ist hier Leichtathletik-Fan? Wo liegt der Weltrekord? Wo liegt der Weltrekord im 9,65? Bist du gelaufen, wa? Okay, wenn ich mir jetzt vornehmen würde, 100 Meter zu laufen und will irgendwo irgendeinen Rekord erreichen, dann macht es ja jetzt keinen Sinn, mir als Ziel zu setzen, die 100 Meter in 8 Sekunden zu laufen. Sondern es macht dann vielleicht eher Sinn, sich ein Ziel zu setzen, die 100 Meter in 12 oder in 13 Sekunden zu laufen, um eventuell an die 9 Sekunden mal ranzukommen oder an die 10 Sekunden ranzukommen. Ist total sinnlos, jetzt zu sagen, okay, ich laufe jetzt mal los und mache jetzt die 100 Meter in 8 Sekunden. Definitiv nicht erreichbar. Da kann ich die Strecke 30 Mal laufen und jedes Mal bin ich weit über 10 Sekunden und werde jede Strecke frustriert beenden. Wenn ich aber sage, ich will die Strecke in 15 laufen, dann habe ich die 15 Sekunden, was ja auch schon sau schnell ist. Da kommt mir sogar ein Lutz nicht hinterher, geschweige denn Nelson. Aber ich fühle mich saugeil, weil mein Ziel war 15 Sekunden, mein Ziel habe ich erreicht. Deswegen diese Zielbereiche oder beziehungsweise diese Tagesziele, die man sich hier setzen sollte. In unserem Seminar gehen wir da viel expliziter, viel genauer drauf ein. Das ist ein Thema, was den einen oder anderen dann auch wachrüttelt. Soweit auch verstanden? Ah, ihr seid heute so schön kommunikativ, das ist so geil. Vorschlag, wenn ich das mal einflechten darf. Vorschlag ist ja dafür, wir haben gerade heute Morgen um 7 Uhr eine E-Mail versendet zum Black Friday Morgen. Wer das bei uns verfolgen will, hat jetzt genau die Chance zum Black Friday für die nächsten paar Tage
bei uns zum Vorzugspreis entweder seine Mitgliedschaft zu verlängern oder bei uns Mitglied zu werden, egal ob Vollpaternoster oder nur die Webinare zu besuchen. Da kann man sauber nachvollziehen, was wir tun. Positionen, Live-Positionen. Was darfst du nicht? Hundert-Meter-Läufer. Live-Positionen sind den Vollpaternostern vorbehalten. Wer die vielleicht nur die Webinare besuchen möchte, kann das gerne tun. Mein Team hat im Hintergrund gestern Nacht so eine Pakete zusammengeschnürt. Wer die Mail nicht bekommen hat, kann gerne an uns eine E-Mail schicken. Ich schreibe hier mal die E-Mail-Adresse rein oder vielleicht an Nelson, an FX Flat eine Mail schicken, dann leiten wir die Angebotsmail gerne weiter. Da gibt es, ich habe noch nicht mal genau reingeguckt, die Jungs haben da was zusammengeschnürt, was man dann zum Black Friday buchen kann, wenn man will. Betrifft auch die Paternoster, die jetzt kurz vor der Verlängerung ihre Mitgliedschaft fürs ganze Jahr stehen. Was darf denn der Lutz nicht? So, bei der Order-Eingabe, verstehe ich nicht. Was du meinst, Günther? Keine Mail erhalten. Dann bist du nicht zum Newsletter angemeldet wahrscheinlich. Wie gehst du denn mit den News um, die jetzt ab später, um? Kann ich nicht wechseln, die Frage. Die müsstest du mal so formulieren, dass ich sie als kann ich jetzt nicht. Kann jetzt keine Mails abrufen. Bitte, also wer die E-Mail nicht erhalten hat, bitte eine E-Mail an mich schicken, dann leite ich die Angebotsmail weiter. Wer zum Newsletter ja, Mail gucke ich mir nachher an. Schaue ich mir nachher mal an. Ja, die Angebote logischerweise für die Vollpaternoster-Pakete gelten für neue Mitglieder, logisch. Und für die, die ihre Mitgliedschaft, für die bestehenden Paternoster, die brauchen wir ja diese Geschichten nicht. Die kriegen eine Rabattierung, falls sie jetzt schon verlängern sollten. Dann haben wir einen besseren Überblick. Okay, der Plan hier klar. Soweit. Die beginnt ab 24.10. Das ist natürlich ein grober Fehler. Die beginnt ab 24.11. Mal gucken, dann schicken wir die vielleicht nachher nochmal korrigiert raus. Entschuldigung, war ich nicht. Okay, Tagesplan ist soweit klar. Dann noch einen Blick auf diesen Jungen hier. Da, der bewegt sich hier oder schiebt sich hier Stück für Stück immer weiter nach oben. Wir haben
Da vielleicht, nein, da nicht. Habe ich noch einen? Wo habe ich den? Da. Wir handeln hier seit geraumer Zeit handeln wir hier durchweg diese Formation, diese Diamantformation, und wir haben die Mittellinie hier von dem Diamant bei 15.990. Das High haben wir gestern gemacht bei 15.998. Wir haben praktisch diese Linie hier genau geküsst. Wenn diese jetzt hält, was ja hier auch schon ein paar Mal der Fall war, und hier und da, dann haben wir eine faire Chance, nochmal nach unten wegzubrechen. Und zwar wäre dann das hier Bewegung A und hier würde C starten. Prädestiniert ist auch, dass wir hier oben, wenn das hier das Tief ist, dass wir jetzt hier oben da bei der 16.041 die 76,4 haben, die auch gerne mit einem Spike nochmal besucht werden dürfte. Das heißt, wenn man hier oben sich Short-Positionen sucht, sollte man diese 76,4 für die Stop-Setzung auch beachten. Der DAX hat mich diesen Monat, sag ich mal, nicht so glücklich gemacht. Der hat mich ziemlich gebeutelt und deswegen haben wir bei uns in der Community auch beschlossen, ich halte mich aus dem DAX im Moment etwas raus. Den überlasse ich den Jungs, die sich nicht so doll auf den Euro konzentrieren, sondern eher auf den DAX konzentrieren, die ihn besser lesen können als ich im Moment. Das ist, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und ich habe den Longstart hier unten verpasst. Ich war auf die 14.440, war ich geeicht, hatte mich auf die 14.440 eingeschossen und habe den Longstart an der 14.600 verpasst. Und wenn man die Bewegung jetzt hier sieht, dann weiß man auch, dass ich seitdem nicht unbedingt so happy im DAX bin. So. Der Tagesplan ist klar. Da es ein Abo ist, musst du nichts verlängern. Dann noch, wenn du auf den Link klickst, kommst du auf eine leere Seite. Gebe ich nachher gleich mal weiter an die IT, aber der baut die Seite ja gerade, weil die Deals gelten ja ab 24. Also heute Nacht 0 Uhr sollte das alles funktionieren. Gell? Ich gebe das aber gleich weiter. Wenn du mir die Zeilen vielleicht schnell als Stichpunkte, die Fehler, die du gefunden hast, vielleicht ganz kurz als Stichpunkte in der Mail zusammenfasst, dann kann ich das gleich direkt weiterleiten, bevor ich mich gleich wieder ins Bettchen verkrümeln werde. Okay. Also, hier oben im DAX zählt die 15.990. Und die Oberkante hier, die verläuft im Moment, gerade hier von dem Diamanten, verläuft heute bei knapp unter 16.200, also weiter als 16.200, sollte er erstmal nicht kommen. Ansonsten ist dieses Ding hier nämlich hinfällig. Und eine Korrektur ist überfällig. Danke, mein Lieber. Okay, wenn keine Fragen weiter dazu sind, dann würde ich mich jetzt ganz gerne zurückziehen und das Webinar konvertieren. Ich werde es nachher öffentlich stellen. Das heißt, wer unseren YouTube-Kanal abonniert hat, wird es nachher in unserem YouTube-Kanal auch öffentlich sehen und abrufen können und sich das alles nochmal reinziehen, was wir hier erörtert haben. Der Black Friday Deal, der dient natürlich dazu, dass wir unsere Community vergrößern. Der ein oder andere verabschiedet sich aus persönlichen Gründen bei uns oder wer weiß warum. Deswegen wären eventuell ein, zwei Plätze frei. Kann passieren. Ansonsten fragt einfach bei uns in der Community nach, ob das gut ist für euch oder nicht. Das heißt immer, ich sage immer, wenn es scheiße war, dann sagt es mir. Wenn es gut war, sagt es weiter. Ihr könnt es gerne
weitergeben. Und wenn jemand das mal probieren oder testen will, kann er gerne mal für 2, 3 Tage einen Testzugang bekommen zu der Community, um die Jungs selber zu fragen, ob es was bringt oder nicht. Weil fragt nicht mich oder uns, ob es gut ist, sondern fragt die Jungs, die es schon seit Jungs und Mädels, die es schon lange, lange, lange nutzen. Die können euch viel besser sagen, was es bringt und was es nicht bringt. Und keine weiteren Fragen. Der Andreas von Twitch hat alles verstanden. Und wenn der es schon verstanden hat, dann will das was heißen, mein Lieber. Ich glaube, wir beide sollten auch mal was zusammen machen. Oder haben wir schon so lange auf dem Deckel? Sollen wir uns das mal für 2024 richtig vornehmen? Du kannst dir, wenn du möchtest, Andreas, ja mal den 18. Dezember vormerken. Am 18. Dezember wollen wir eventuell unser Jahresabschlusswebinar machen am Nachmittag in einer kleinen Gruppe aus unserer Community live übertragen. Kannst du dir ja mal vormerken. Vielleicht willst du da ja was machen. Okay, wir telefonieren die nächsten Tage einfach mal. Okay. Und damit sage ich erstmal Danke nach Rating. Schön, dass wir die Runde heute noch so gemacht haben. Ich hau mir jetzt noch eine Aspirin plus C in den Kopf und nehme mir meine Kuscheldecke und gehe aufs Sofa und sage Tschüss, Tschüss, Moin, Moin aus dem fast weihnachtlichen Hedemünden. Tschüss, Tschüss. Super, vielen, vielen Dank, Thorsten, und natürlich gute Besserung. Danke, dass du mit uns trotzdem das Webinar gemacht hast. Danke, Andreas, für die Übertragung. Und vielen Dank natürlich an alle, die heute dabei waren. Viel Erfolg. Wie gesagt, vergesst nicht den Feiertag in Amerika. Und ja, dann bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.